Dann graben eine der Strasse bei Plattis, militärische Zweck damals. Jetzt gibt es den Weiher. Warum das? Ja, wir haben natürlich die Sicherheit vor allem von den Schulkindern im Fokus gehabt. Die Schulkinder haben seit über 30 Jahren die Krotten und die Frösche über die stark befahrene Hauptstrasse in den Tankgraben übergetragen. Und wir haben dann nachher als alternative Möglichkeit geprüft. Einerseits eine Unterquerung bei der Hauptstrasse, also ein Tunnel, damit die Krotten sozusagen in einem Tunnel ins Laichgebiet kommen. Wir haben aber zugleich eine Alternative angeschaut mit dem jetzt neu erstellten Weiher hinter uns. Die Kosten haben vor allem für die Variante Weiher gesprochen. Hat der Beat Diner im Frühling 2019 damals auch Gemeindepräsident von Wartau gesagt, jetzt ist er auch Regierungsrat. Ja, der Weiher, der ist gebaut worden, die Artenvielfalt erhalten, der Schutz der Schulkinder, alles war gut gemeint gewesen und vielleicht kommt sie auch noch so weit. Aber bis jetzt können nach wie vor die Frösche, die Amphibien, dort hinten vom Sommerplatz, von dem Wald dort, über die Strasse durch zu ihrem Tankgraben, hier über die Strasse, über den Mühens. Am Frühling, wenn sie leichen wollen, dann können sie scharenweise. Und scharenweise würden sie überfahren, wenn nicht hier der Plastikschutz wäre und wenn, auf das kommen wir später, eben nicht die Schulkinder wären, die es nach wie vor noch hier in den Tankgraben eintragen. Ja, vielleicht kommt es ja mal noch anders, aber auf das kommen wir nachher noch drauf zurück. Jetzt kommt einmal zuerst Katrin Sotschwey mit ihrer freiwilligen Schar von Schülern. So, und jetzt? Du machst den Ecke. Jetzt gehen wir mal zum Schöpfli. Aha. Und was machen wir jetzt hier? Also, wir nehmen hier die Sachen weg. Also, hier. Die hier nehmen wir mit. Und die. Brühe. Käse. Das uns die Autofahrer sehen. Und jeden Morgen machen wir das? Jeden Dienstag machen wir das. Es sind halt, jeden Tag sind andere Gruppen. Aha. Okay. Also sind ihr Verkehrskadetten oder was machen ihr da genau? Also wir stellen die auf, damit wir hier immer über die Strasse gehen können. Und damit die Autofahrer uns nicht überfahren. Und dann, was machen ihr nachher? Also warum sind ihr überhaupt da? Wir sammeln Frösche und Kröten ein und tun es in den Tankgraben hinter in den Neu. Heute kommen jetzt auch ein bisschen neue, heute kommen noch Kindergärtler. Aha. Jawohl. Wir müssen noch trennen. Stellen zuerst die Trio-Bahn auf. Also, was hilft du jetzt? Hilft ja? Ja, ja. Ah, ja, gehen wir hoch. Wer geht hoch? Sie gehen hoch und wir gehen ab. Ja. Wir sind sie hoch. Ein Kessel lange. Ich habe zwei mit. Und ihr zwei, Jonas, wo gehst du mit der Trio-Bahn? Hoch. Wir gehen hoch. Müller. Ah, ihr zwei sind zusammen. Genau. Okay. Wir gehen ab. Ein kleiner Mutbringer. Willst du nicht nochmal einen mitnehmen? Hey, du musst ja gerne nichts mehr machen. Nein, die sind selbstständig. Und das ist noch die Fitness-Truppe heute. Warum denn? Weißt du, warum wenden die über die Straße über, die Frösche? Die sind geboren im Tankgraben und die gehen dorthin zurück, wo sie geboren worden sind, zum Ableichen. Obwohl es eigentlich eine neue Möglichkeit gibt, oder? Ja, aber die haben es bis jetzt noch nicht selber gefunden oder wir wissen es noch nicht genau, ob sie es selber finden und annehmen. Okay, dann schauen wir mal. Schauen, Das eine, der juckt ist. Frosch. Jö. Sollen wir auch zu den anderen hinkommen? Nein, bitte. Nein, ist schon gut. Nein, ich noch. Aber du, warum sind es die genau dort hin? Weil die da drüben wollen. Danke, Rafa. Weißt du, ich denke, darum nicht entlang vom Zug. Warum sind sie so in dem Schacht hin? Die treffen auf den Zug und nachher laufen sie entlang und kein das Loch. Aha. Ja. Ja. Die laufen dem Zug entlang oder kein sie dir? Ja. Was ist das? Da ist noch nichts.
Schmale Hände. Ich hoffe es. Kein Mal. Ich glaube nicht. Es langt noch mal rein, wenn sich etwas bewegt. Was ist es das da genau? Da oben hinten ein Glas von Schmendi. So, hast du das? Weißt du das alles? Ja, ich habe mich sehr fest vorgebildet auf diesem Bereich und zurzeit mache ich gerade noch die Amphibien-Experten-Ausbildung. Ja. Gell, weißt, für mich wäre das einfach frisch, oder? Aber das sind sie nicht, gell? Nein, nein. Also wenn man die mal anschaut, Ratten sind wunderschöne Tiere, die haben die schönsten Augen. Bernsteinfarbige, goldige Augen und man sieht den Strich. Und dann haben sie hier hinter dem Auge Giftdrüsen. Das ist jetzt übrigens der Paarungsruf oder eben, es gefällt ihm nicht, dem Männchen. So einen ganz feinen Ruf. Aber wieso siehst du, dass es ein Männchen ist? Weil es klein ist und eben, weil es keinen dicken Bauch hat. Es ist ganz ein schlankes Tierli, nach dem Winter ausgemergelt. Vielleicht haben wir nachher noch ein Weibli und dann sieht man es gut. Ja, das ist ein Frosch. Ein warziger Körper bei der Erdkarte und relativ eine dicke Haut, also die sind sehr robust. Ups! Der macht er nicht. Gumpen können sie ein bisschen, aber nicht so fest. Der Grasfrosch, bei dem muss man aufpassen. Die Gumpen sehr fest, haben ganz lange Beine. Sind unterschiedlich gefärbt, die können von orange bis braun sein. Die haben runde Pupillen. Und die sind eigentlich wasserliebender. Die haben nicht so eine dicke Haut. Die müssen nachher schnell wieder ins Wasser. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also, was es eure Lehrerin sagt, also, wüsstest du das alles auch? Was ist für mich? Sie sehen alle gleich aus. Ich weiss das Zeug nicht. ist schon schwierig, so einfach ist das nicht. Er könnte es unterscheiden, weil man müsste es schlussendlich... So viel weiss ich nicht. Ja, aber unterscheiden haben sie gelernt. Was weisst du? Ja, also ich weiss zwar, was sicher ein Frosch ist und was ein Krott ist, aber wenn es ein Glasfrosch ist, dann ist das ein Frosch. Herrgott, du bist meine, du, ich. Mir geht es genau gleich. Ja, ich. Ist gar nicht einfach, gell? Ja. Aber also, interessant. Es ist sicher sehr spannend, es ist auch sicher sehr schön, etwas für die Tiere zu tun, dann eben, sonst werden sie so überfahren. 4 und 3, hä? Jetzt machst gut. Du auch noch eine Statistik, dass du zählst? Ja. Aha. Wir leiten das weiter, Karch. Das ist die Amphibien Datenbank. Und dort tun wir da Einträge jedes Jahr. Und es ist interessant, halt einfach zu sehen, wie sich die Population entwickelt. Und dieses Jahr sieht es eher nach schlechtem Jahr aus. Wir haben viel zu wenig Niederschlag, ist zu trocken. Und dann ist es einfach gut möglich, dass die gar nicht leichen kommen. Ja. Aber gell, interessanter Unterricht hier, nicht? Das ist wirklich sehr interessant, hä? Mhm. Oh, Stefan, die könntest du mir sicher machen. Das ist jetzt ein roter Weibli, hast du gesehen? Was ist das? Was sagst du? Ja, die tun wir in den neuen Tank graben. Das ist jetzt ein wunderschönes Weibli. Da sieht man richtig den vollen Bauch mit dem Laich. Und das Männchen, das sich oben herklammert, das viel kleiner ist. Wunderschön. Die zeigen wir den Kindergärtler heute Nachmittag. Die kommen in Quarantäne. Was hättest du wohl? Was ist das dort? Der ist eben so orange. Orange? Ja, genau. Jetzt haben wir einen orangen Grasfrosch. Wo hast du den Orange? Da hinten am Wand. Ja, den sehe ich gerne. Nimm ihn mal raus, das sehe ich dann nicht. Ja, tatsächlich. Ja. Und das ist jetzt ein Grasfrosch? Ja. Ein Grasfrosch ist gescheit, gell? Ja, und der Bauch müsste hell sein unten dran. Zeig mal den Bauch. Vorsichtig? Ja, voll. Du. Die so Kotten können ja 10 Jahre alt werden. Und noch älter, genau. Und die dürfen jetzt schon recht alt sein. Jetzt
sicher vier sind es bis erst von Kömpoleichen und das hier ist schon älter. Aber was siehst du, dass sie jetzt so alt ist? Ja, dass sie, eben, sie ist eine grosse, eine schöne, eine gesunde. Aha. Ja, ganz eine gesunde, wunderbare. Ja. Hat sich ein bisschen gehütet, schau da. Ja. Was, wo siehst du das? Da hat es Haut. Ja. Fetzchen. Ja. Und eben Krötchen, die sind eher am Kräuchen, wenn Gefahr kommt, ducken sich und dann wären sie eben überfahren. Wie der Frosch der springt. Schön. Aladina, hast du den Überblick? Nimmst du dort um? Sollen wir alle Krötchen nehmen? Ja, wir tun eben den Teil hinter. Ja, wir tun nicht ja, alle in den Teil hinter. Ja, das ist wirklich so. Weißt du, wo ist der? Ja, Achtung, der kommt. Genau. Ah, nicht gut. Aber schau, der Quad hat sicher auch noch drin. Das ist mit dem Jonas. Jonas, willst du mal noch? Wir können die Jugend nicht so. Du, aber eurem super Stahlein bin immer so Händen. Ja, du hast gerade Handy. Gut. Schick. Ja. Und das denn? Ist er gestorben? 2, 3, 4, 5, 6. Was, das ist ein Frosch? Nein, das ist auch ein Frosch. Ja. Ah, sortieren? Ja, eben, weil wir heute jetzt noch Kindergärtner haben, ja, nehmen wir mal ein paar jetzt quaken sie weg. Jetzt ist aktiv. Also, die nimmst du in die Unterrichtsquarantäne? Ja. Das darf ich, ja. So. Alles retour, hä? Ein Molch gesehen. Also. Zwei sogar? Da hinten ist. Wo ist aber zwei Müll? Ja, da hinten ist noch einer. Du, Ladine, wie war das gewesen? Das erste Mal? Hast du so jemanden anzuhören? Komisch. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Sind sie auch schlüpfrig oder klebrig? Oder? Das ist der. Und wenn ich hier tue, da hat es ja nicht. Ist das Lawine? Schon mal ein bisschen schleimig, ja. Irgendwie. Schleimig, so gut. Was ist? Hast du das? Da, der Frosch. Ja, genau. Das ist komisch. Am Kette. Nein, nein, die werden raus. Sehr gut. Ui, Bergmann! Komm da rein. Ja, du nicht werfen. Komm, gib mir. Ja, nimm du, ich hol die zwei. Zeig mir, das ist jetzt was? Bergmolch, oder? Ein Bergmolch, hast du ja gesagt? Ja. Muss immer nachfragen, wie es so laut ist. Hast du? Ja. Und was kommt jetzt so noch? Nochmal ein Bergmolch. Nochmal ein Bergmolch. So, schau, da ist bei deinen neuen Kollegen. Aber gell, so mit der Zeit wissen sie recht viel, gell? Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn er bleibt, ist der Gedanke, dass man achtsam soll mit der Natur umgehen soll. Dass wir halt Lebensformen haben, die sehr schädlich sind, wenn man gerade die Hauptstrasse daneben hat für die Natur. Und dass man denen soll schauen soll. Mund, Biagmund. Der stellt sich dort. Der lebt schon noch. Ah. Ja, der hat für uns bemerkt. Er lebt. Hallo, das ist mein Kollege. Was hat er sich da gestellt vorher? Ja. Der hat Angst vor euch. Vielleicht hat die Kamera. Was hast denn du da für ein Spezialsystem da mit diesen Büchsen? Ein Mausfänger. Ist das? Ein Mausfänger. Aha. Eine Scheine gefangen einmal? Nein. Gestern hatten wir eine riesige Schermaus. Eine Schermaus? Ja. Jawohl. Ja, ja. Ist ja so. Zum Teil gibt es halt. Ja, haben wir auch schon gehabt. Das ist sehr grusig. Was ist grusig? Wenn die Maus drinnen verreckt. Das stinkt nachher so. Aha. Ja, ja. Hey, wie hast du es da gewunken? Das. Ich kenne den einfach. Jetzt haben wir schon drei sonstige Spinnen. Was hast du jetzt da gehabt? Ja, noch spielen. Aha. Hey. Armer Molch. Was ist passiert?
kratze jetzt auf den Molch. Nein, zeig mal schnell. Doch. Nein, so glaube ich nicht. Du, das ist noch interessant zu beobachten, hä? Stefan, könntest du da nicht ein bisschen mit der Hand rein? Weißt du, ein Erdkratz hat sich da rein. Ja. Da kann es sein, dass ein Erdkratz sich unten versteckt hat, oder? Ja, genau. Weil dann machen die Erdkratzen, wenn die Bedingungen nicht gut sind, zu trocken ist, dann tun sie sich auch rein. Gut, he? Das ist keine Idee. Gestern ist eben eine Idee. Dann ist keine Idee jetzt. Ja. Ja. Das ist ja wichtig, dass man es gut abspannt. Ja. Jetzt haben wir das Jahr haben wir nicht so viel Föhn gehabt. Sonst hat es uns das einmal kreuz und quer umgelegt wieder. Dann machen wir selber die Abspannung. Nein, nur wenn man es ausbessern muss. Sonst kommt eben die Strasse. Und wenn man es ausgeht, geht man alleine unten durch, dann halt, oder? Genau. Und dann hat man sie überfahren. Und das war nicht mehr? Nein! Danke mal auch. Hier ist der letzte Schacht und nachher hat es. Wir müssen die mal rauslassen, die werden zerquetscht. Also, jetzt müssen wir das total machen. Haben Sie es im Kopf, wie viel das hat? Was hast du gesagt? Was müssen wir machen? Total. Die zwei Kräne und zwei Frösch. Also. Ich habe vier Kräne. Also haben wir sechs Kräne. Ey, Frösch. Schauen wir sicher 4 und 2, 6. 4, 5, 6, 7. Wie zählen 7 Frösche bei mir? 7 Frösche? Schon, ich weiß nicht, ob das stimmt. Plus 2 sind wir bei 9. Und Kratten? Kratten. 1, 2, 3. Ey. Da ist 1, 2, 3, 4. Wie viele Frösche sind so drin? 6, 7. Kann ich gut oder noch 7? 7 ist gut. Ja, 7. 7 plus 6. Ja, Mann. Ja. Wer behaltet sich die Karte? Ich. 13. Behaltest du dir die Frösche? Wie viele sind es? 6. Innen 6, ja, ist gut. 1, 2, 3. Wow! Innen 13. Stimmt nicht, plus 2. 8. Okay, 8. Also willst du nicht schlafen? Du, dir die Milch. 2 Milch. Hä? Dann haben wir es. Ja, jetzt zusammen, wie viel ist das alles zusammen? Unsere Ausbeute. Das müssen wir nicht wissen. Ah, nicht? Nein, wir müssen es. Einzeln haben. Was müssen wir haben? Frisch, Milch oder wie? Jede Art einzeln. Jede Art einzeln. Jawohl. Und dann müssen Sie sich jetzt merken. Jawohl. Und du trägst noch rein Statistik. Genau. Und alles klar? Oder sind wir am Zählen? Nein. Wie viel hast du? Weiß ich nicht mehr genau. Und du? Meint ihr? 8 Frösch. Jawohl. Wir haben gesagt 13 Kräuter. Ja. Ich habe 9. Nein, mal 2 Wölfe. 2 Wölfe. Stimmt. 2 Wölfe. Gut, okay. Nein, der kommt einer. 10 Wölfe. Wow. Warum gehen wir jetzt hier? Damit wir die Frösche Tankraben nicht tun. Aha. Dann haben sie ihren Lebensraum wieder. Ja! Jetzt sieht man, gell, wie gefährlich das Wasser verfrischt, wenn wir alles aufpeitschen, bis wir mal durchkommt. Ja. Die vergraben sich gerade irgendwo. Wir sind alle frei! Und sind es zufrieden? Ja.
dann ist immer noch der Feuerzünder. Wie ist es jetzt für euch, schon mal so Schule zu haben? Sicher viel, also sicher sehr schön. Und ja, ist sicher schön, halt auch einfach draußen mal etwas zu lernen, nicht immer im normalen Klassenzimmer. Das ist schade. Was ist es für dich? Eigentlich noch sehr cool. Mich freut es, dass man diesen Tieren helfen kann, damit sie nicht die ganze Zeit in diesen Schächten herumhocken müssen. Ja, und überfahren werden, das ist auch eigentlich sehr schade, wenn sie überfahren werden. Und ja. Alles in der Freizeit, die ihr da macht, he? Genau. Also ich habe zwei Möhne. Ich sehe... Weisst du, ich bin nicht schon lange hier. Ich bin nicht gleich in die Kröte. Okay, wir haben Kröte, nehmen 13. Ja. Und 8 Frösche. Und 2. Und 2 Milch, genau. 2 Milch und 1 Frösche. Jetzt auch bei der Repul gerade, wenn sie nicht flattern. Wow, wunderschöne Milch. Haben die dort die Fledermaus gehabt, oder Vincent? Nein, Spinner. Was? Spinner gilt jetzt nicht. Komm schon. Nur eine Spinne. Eine Spinne? Soll ich auch noch schreiben? Eben. Spinne braucht man nicht. Und was war denn mit der Fledermaus? Feldmaus. Falsch geschrieben. Ist eine Feldmaus. Und ah, so. Stammeli? Eine Feldmaus. Nein, nur eine Tiger. Und jetzt, wo ich geht's? Um neuen Geist. Graben hinterher. Aha, okay. Der Däne ist mir am drin. Ich weiß schon, wo ich anfange. Ich bin aber süßig. Könnte legen wir an, weil ja, die Bergkarten giftig sind. Darum. Aha. Sonst müssen wir nicht anlegen. Dann klingt ein Faul. Einfach bei den Bergkarten musst du Händchen anlegen. Ja, komm, rösch nicht, du Kratten. Die haben ein Bärli in den Knopf aufeinander. Nimm du Kratten rein und rösch. Aber bitte nicht. Mach's jetzt. Das habe ich bei den Kindergarten nicht zeigen. Ja, ja. Also sollen wir es jetzt da rein? Ja, gerne. Ja, komm. Sehr gut, Chef. Ich bin super. Wunderbar. Mann, komm, mein Lissi. Weg, bis du raus dürfen. Im Tankgraben. Ja. Jetzt auch gesagt, drauf. Ja, gerne. Das geht was. So. Aber gell, rein theoretisch könnten sie auch hierher wandern. Absolut. Das hoffen wir auch, aber wir haben jetzt einfach noch nicht gesehen, dass das Laich umgekehrt hätte. Aber auch im Tankgraben haben wir noch nicht viel Laich. Also, es ist einfach das Jahr sehr verzögert worden wegen dieser Kälteperiode, die wir hatten. Wir hoffen schon noch, dass etwas sich tut. Mhm. Wegen dem Laichzügeln. Wir haben letztes Jahr das erste Mal ganz viel Laich im Tankgraben können zügeln. Da haben wir mehrere Autoladungen in Kessel hier eingesetzt. Und wir haben ganz eine gute Population Nummer 1, oder den Start von dieser neuen Ratten- und Froschpopulation von dem neuen Gewässer. Das Jahr sieht bis jetzt noch nicht so gut aus, aber das kann ja noch werden. Wie machst du das? Weißt du, dass du diesen Krotten das beibringst und all den verschiedenen Tieren, dass es da? Das ist auch als Pädagogin nicht möglich, dass man die kann eben gewöhnen. Es geht nicht. Die sind so wahnsinnig kodiert auf ihr Laichgewässer oder dort, wo sie geboren worden sind. Das ist einfach ihre Natur. Wir haben eben in diesen Käfig vor einem Jahr Versuche gemacht, wo wir verpaarte, also Bärli, in diesen Käfig gelassen haben, 7 Tage lang, und die haben nicht abgeleicht, die haben es verhebt. Und dann haben wir es rausgelassen, weil sie uns verbarmet haben, und dann sind sie schnurstracks in Richtung Tankgraben gelaufen. Unglaublich. Ja. Aber die, die hier dann ableichen, die sind dann nachher auch hier beheimatet? Die werden immer wieder hier zurückkehren. Ja.
Und schlussendlich geht es um die Erhaltung der Population, nicht um jedes einzelne Individuum. Und da ist uns, glaube ich, letztes Jahr schon gelungen, um einen Start zu machen. Wir hoffen, wir können es dieses Jahr fortsetzen. Und dann wird dieses Jahr noch der Tankgraben verfüllt, zugefüllt. Weil es ist nicht möglich, dass man hier eine Population hat und dort noch ein offenes Gewässer, weil dann wären die Tiere immer noch dorthin gehen und das wollen wir nicht mehr, wollen. Nicht, dass sie noch über die Straße gehen. Das ist halt pädagogisch. Entschuldigung, ja, sag noch weiter. Ja, pädagogisch sind Kinder einfacher zu erziehen. Rotten sind nicht erziehbar. Aber man lernt doch auch ein bisschen die Eigenständigkeit, die man vielleicht auch den Kindern als Pädagogin kann zugestehen kann. Ja. Ja, hat vielleicht schon Parallelen. Ja, okay. Und jetzt noch der Sommerlebensraum von unseren Tieren, der ist hier am Gletschhang. Wunderbares Gebiet. Die Gemeinde Wartau hat hier einen grossen Teil Wald gerade auch können kaufen, zu dem Standort vom Teich her. Und sobald die Tiere abgleichet haben, brauchen das Gewässer nicht mehr, sind sie nicht mehr darauf angewiesen und dann gehen sie wieder in ihren Sommerlebensraum. Und auch überwintern tun sie hier im Wald. Wäre denn ungefährlich ohne Strasse, gell? Das ist ungefährlich, weil die Strasse ist eigentlich in der Nacht nicht befahren. Weil es ist eine Forststrasse oder Landwirtschaftsstrasse, wo man Fahrverbot hat. Und jetzt die Arbeit hast du mit diesen vielen freiwilligen Kindern, mit diesen verschiedenen Gruppen, gell? Ist schon irgendwie eine Schule, wie man sich sehr oft wünschen würde. Ja, ich halte wahnsinnig gerne Natur. Und der Gedanke, dass man der Natur schauen soll, den möchte ich weitergeben. Und ja, es findet auch wahnsinnig Anklang. Ich habe jetzt dieses Jahr 19 Schüler, die mitmachen, freiwillig. Am Morgen um 6:30 aufstehen, um 7 da stehen. Und da zeigt man schon, dass das Interesse da ist für solche Sachen. Ja.